Hallo, liebe Pokémon Infinite Fusion Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Party, welche wir uns heute über Route Fuck 24 begeben. Mir fällt gerade auf, ich wollte den A-Schutz, ich meine Fusionsschutz kaufen, damit ich Wildes Apa treffen kann. Denn wir wollen Wildes Apa fangen. Wildes Apa wäre nämlich der heiße Scheiß. So, Fusion Repel, genau. Der gute alte Fusion Repel. Gehen wir mal 5 Stück davon. Die werden wir im Laufe der Zeit noch das öfter brauchen werden. Das heißt. Ja, die werden wir im Laufe der Zeit noch öfter gebrauchen werden. Es entspricht alles der Wahrheit. Nee. Das heißt, man kann ruhig mal ein paar mehr mitnehmen. Und jetzt beginnt die spaßigste Aufgabe von allen. Nämlich werden wir fucking Apa versuchen zu fangen. Die Frage ist natürlich, wäre es eine Überlegung wert, vielleicht einfach Schlafpuder. Wisst ihr was, wir machen Schlafpuder gegen Apa, wenn wir es finden. Da sollte unsere Chance, es zu fangen, wesentlich erhöhen tatsächlich. Fusion Repel. So. Das heißt, wir sollten jetzt ungefähr 5 Millionen Miraplas treffen und danach vielleicht mal ein Abra. Radfratz und Mirapla? Es tut mir leid, ich möchte keinen von euch beiden. Nicht einen einzigen. Ich möchte einen Abra! Ein Mirapla. Ich habe gesagt, wir werden einige Miraplas treffen. Alles okay. Wir werden auch unser Abra treffen. Und ich bin immer noch begeistert davon, dass es in dem Spiel diesen fucking Fusion, Fusion Repel gibt. Das ist so eine gute Idee. Ich meine, ansonsten will ich jetzt auf lauter komische Fusionen zwischen Radfratz und Mirapla treffen. Das wäre sehr, sehr deprimierend. Blutzuck? Nein, das ist nicht Blutzuck, weil ich habe schon Käfer-Pokémon. Leck mich. Wisst ihr was? Ich glaube, wir schneiden jetzt einfach, bis die Apa gefunden haben. Mir ist nämlich gerade auffallen, dass das relativ unspektakulär wird. Ich habe absolut keine Ahnung, was er dazu sagen kann. Ja. Wir sehen uns gleich, wenn ich welche Apa gefunden habe. Okay, ich glaube, ich bin langsam zu der Erkenntnis gekommen, dass man Apra nur tagsüber antreffen kann. Kann das sein? Ich glaube, statt Apra taucht hier nachts nur Blutzucker auf. Das heißt, ich werde jetzt warten, bis es hell wird. Fuck. Okay, ich habe jetzt 4 Minuten oder so gewartet. Fucking Apra! Ich habe übrigens so lange gewartet, weil ich den einen Fusion Repel nicht verschwenden will. Und jetzt will ich bitte den Apra bekommen. Meine Güte. Es war die Wartezeit nicht wert. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist ein Apra! Okay. Schlafbruder. Yes! Oh mein Gott, Leute, wir werden Apra fangen! Oh mein Gott, okay. Great Ball! Trick, runter Leertaste. Yes! Manche Tricks übertragen sich eben doch auf auch die im RPG Maker gemachten Spiele. Es gibt gewisse Regeln, welche man einfach in allen möglichen Pokémon-Spielen wirklich rüberbringen muss. Runter- und Leertaste ist einer davon. Ich möchte ihn sehr gerne einen Spitznamen geben. Wir nennen ihn, Fuck. Keine Ahnung, wie wir ihn Apra nennen. Es reputiert sich gerne. Das ist Psycho-Pokémon. Abracadabra. Simsalabim. Kro. Koptanus. Koptanus? Fantastischer Name, ich weiß. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Wir haben einen guten Koptanus gemacht. So, und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, möchte ich Koptanus mit mit Cosmo fusionieren? Was bedeutet, dass wir den Körper von Koptanus behalten sollten und den Kopf von Magikarp bekommen? Wisst ihr was? Genau, das ist mein Plan tatsächlich. Pokémarkt, ich möchte einen DNA-Splicer. Gib mir die Scheiße. 1200 Poké-Dollar. Fuck, ich meine natürlich Dollar. In dem Spiel ist es ja die ganz reguläre Währung. Es ist einfach nur Dollar. Es ist einfach ein USA-Spiel, das Spiel. So, wir nehmen... Ich meine, es wird der Körper von dem stärkeren Pokémon übernommen. Wir fusionieren es mit Cosmo. Oh mein Gott! Koptanus und Cosmo! Ich sollte es dann Cosmo Anus nennen oder so. Das wird ziemlich humorvoll.
ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Es ist... Yes! Oh, es ist majestätisch. Seht ihr die Scheiße? Kommt Thanos! Species Magira. Achso, Magira ist Wasserpsycho. Okay. Angriff runter, Verteidigung hoch. Angriff runter ist... Ist das gut? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut. Und es hat Platscher. Es kann Platscher nicht mehr, aber... Wie sie herausstellt, ist Teleporter im Spiel tatsächlich ein fucking starker Angriff. Das heißt... unser gutes... Wie heißt es denn jetzt noch? Es ist Cop Thanos. Genau, Cop Thanos ist tatsächlich... fucking starkes Pokémon. Aus irgendeinem Grund hat es Teleport unglaublich starker Angriff. Das heißt, er hat jetzt schon einen sehr, sehr starken Angriff. Cop Thanos hat die große Zukunft von sich, vor sich. Vor allem dann, wenn es zwei Gyarados-Löffel bekommt. So, wollen wir Cop Thanos direkt trainieren? Wir packen es mal in die erste Stelle. So, dann können wir weitergehen, würde ich sagen. Es hat ein bisschen gedauert, Cop Thanos aufzutreiben, aber wisst ihr was? Ich bin der Meinung, dass es das wert war. Ja, das Wasser hat immer noch keine Animationen. Es sieht absolut schrecklich aus. Na gut, schauen wir uns hier oben um. Oh, links könnte man eine TM erreichen, wenn ich Stärke hätte. Ich habe Stärke, aber nicht. Was geht mit dir ab, Alter? Rattata! Oh, ja. Dein Rattata ist voll stark. Es ist Joey. Oh, Mann. Komm auf. Scheint mir tatsächlich überdurchschnittlich stark zu sein. Rapunzel, zeig dieser wandelnde Bitch, was du drauf hast. Au. Fuck. Oh, Energiefokus. Einfach Fang, komm schon. Yes, schreck zurück. Nein, er schreckt dich zurück. Fight! Es hat Rapunzel besiegt. Fuck. Steinpilz! Erlege Rattata für uns. Magnitude! Nein, nicht der Biss. Oh nein. Au. Das ist nicht so nicht stark. Okay. Friss meine Intensität 8, Alter. Wundervoll. Level 11. Sehr schön. Und wir haben schon Level 11 für Cop Thanos. Das ging tatsächlich unerwartet schnell. Kann auch sein, dass Carpador und Abra beide nicht so viel Erfahrungspunkte brauchen. Und wir deswegen das Pokémon relativ schnell hochleveln können. Würde mich nicht wundern. Oh, hätte ich Bock drauf. Schnelles Level ist eine Sache, gegen die ich nie allzu viel einzuwenden habe. Fucking Nidoran. Oh Gott. Das ist auch eine Sache, die es öfter gefragt würde. Was würde passieren, wenn man Nidoran männlich mit Nidoran weiblich kreuzen würde? Das, was wir vor uns sehen, würde passieren. Eine Missgestalt. Oh, es widert mich an. Bring es um. Alter. Das ist halt unerwartet stark. Und Cop Thanos ist noch schnell als Nidoran. Okay, wisst ihr was? Ich call es jetzt. Cop Thanos könnte ein starkes Pokémon werden. Cop Thanos könnte durchaus stark werden. Ich meine, seht es euch an. Das ist für Psycho-Pokémon so ein Gesichtsausdruck. Ist kein gutes Zeichen. Dieses Pokémon, es weiß gar nicht, wenn es was falsch macht. Es kann eine Menge Scheiße machen. Es ist ihm alles egal. Mir fällt gerade auf, es wird sich schon auf Level 16, meine ich, zum ersten Mal entwickeln, oder? Naja, und das ist die andere Nidoran-männlich- und weiblich-Kombination. Man, lass mich das mal eben kurz nachschauen. Abra. Entwickelt sich auf Level 16, ja. Okay, versuchen wir dann das mal weiterzuentwickeln. Geiles Kadabra hätte ich ganz gerne. So, und dann zu Gyarados wird es dann, also der Gyarados, der Carpador oder zu Gyarados wird dann auf Level 20 sich weiterentwickeln. Und der Simsala-Teil kommt dann auf Level 40. Das heißt, den werden wir vermutlich nicht sehen, weil... die Demo wahrscheinlich nicht so lange gehen wird, dass wir ein Level 40 Pokémon haben werden. Aber hey, Kadabra und Gyarados ist auch vollkommen ausreichend, würde ich sagen. Das sind eine Menge Erfahrungspunkte. Ich bin ziemlich decent, wenn ich das mal so sagen darf. So, entschuldigt mich, hier kurz meine Pokémon heilen. Ah ja, bin wieder da, hi. Oh, kommst du auch gerade aus Mount Moon? Das ist absolut schrecklich da. Da kann ich dir Geschichte erzählen, Alter. Fucking odd, dude. So, versuchen wir mal, ihn anzugreifen. Ich bin gespannt, wie stark Cop Thanos gegen jemanden ist, wo dann der Angriff nur neutral effektiv ist. Ich würde sagen, das ist durchaus
dafür, dass es noch zwei Entwicklungen vor sich hat. Und mit zwei meine ich insgesamt drei, theoretisch. Dafür würde ich sagen, ist das ziemlich stark. Fucking Koptanus. Fuck. Ich mag Koptanus. Das wünsche ich mir fast. Ich hätte ihm einen Namen gegeben, der nicht zu 90% komplett bescheuert ist. Ich wünsche es mir noch fast. Koptanus ist immer noch ein guter Name. Ah, schade, ist kein Gift-Pokémon, das gute Bell-Dude. Au. Ah, Koptanus nimmt doch eine Menge Schaden. Seine Verteidigung ist halt doch echt nicht gut. Mir fällt auch gerade auf, ist eigentlich ziemlich erstaunlich, dass er überhaupt irgendwelche Pokémon töten kann. Ey, mein... Oh, fucking Pikachu. Ich erinnere mich noch an diesen Trainer. Nein! Ich erinnere mich an diesen Trainer und ich erinnere mich an dieses Pokémon. Fuck. Ich meine, die Sache ist, Koptanus ist zur Hälfte ein fucking Carpo. Ah, Wing Attack wird dich als viel bringen. Ist relativ neutral. Er ist zur Hälfte ein fucking Carpador. Das zieht ja die ganzen Werte komplett runter, fällt mir gerade auf. Und das kann trotzdem relativ gut töten. Ich bin ein bisschen stolz. Es wäre so noch gut gewesen, wenn ich bei dem einen Kampf nicht zu greedy geworden wäre. Geh mir aus den Augen, Glue Dude. Geh mir aus den Augen. Da wird ein langer Kampf. Moment! Sollte Flügelschlag nicht, fuck, nicht auch neutraler Angriff sein? Ich meine, wir können auch so weitermachen. Au. Ratunzel macht es mir nicht leicht. Ratunzel macht es mir nicht leicht, es zu lieben. Okay? Versuche es, aber es macht es mir einfach nicht leicht. Das wollte ich nur noch mal anmerken. Das macht es mir wirklich, wirklich nicht leicht. So, haben wir den Trainer jetzt langsam besiegt? Der gute Nob. Hey, Nob. Mehr seid ihr? Ein Beleber. Ist ja was? Er trifft sich ziemlich gut. Denn der Beleber ermöglicht es mir, Zeit zu sparen, indem ich nicht zum Pokémon-Center rüberlaufen muss. Koptanus direkt hier wiederbeleben kann. Yay. Fresh Pop? Nein, nein, nein. Supertrank, gönnen wir uns einen Supertrank. Koptanus ist wieder aufgeheilt. Yay. Hallo, kleiner Junge. That took me on great party on SSN. Alter, eine geile SSN-Party. Keine Party ist die richtige Party ohne Youngster Dan, sage ich euch. Ohne Dan keine Party. Ich hoffe mal, dass das Pokémon jetzt nicht vom Typ Psycho ist. Es ist vom Typ Psycho, okay. Ja, ziehen wir uns zurück. Das scheint mir relativ schwachsinnig zu sein. Machen wir Steinpilz. Schicken wir Steinpilz in den Kampf! Sneaky, dieses Fuckviech. Verpox sieht aber auch relativ gut, wenn die Farben vom ganzen Körper nicht so ein ekliges Kotzbraun werden. Dann wäre es wahrscheinlich halbwegs cool. Alter. Koptanus hat gerade Tackle gelernt. Koptanus wird so schnell stärker. Wahnsinn. Das ist einfach nur ein kleines Quapsel, das er vor deinen Kopf geklebt wurde. Sieht bescheuert aus. Fick dich, Pulli, Bro. Überzeugst mich nicht, Alter. Überzeugst mich überhaupt nicht. Nimm dies. Wundervoll. Hä? Ist Pursuit Verfolgung? Kann das eigentlich sein? Ja, was auch immer. Er ist relativ schrecklich ausgegangen, machen wir uns da mal nichts vor. Ey! Double Slap ich nicht, der Soundeffekt. Fuck. Ich glaube, ich überschätze Koptanus aktuell ein bisschen. Denn der gute Koptanus stirbt sehr viel öfter, als er es eigentlich sollte. Und das, obwohl er nur ein Level von der Entwicklung entfernt ist. Fuck, es sind noch mehr Trainer. Zurück zum Pokémon Center! Ich mag den geschmeidigen Übergang zwischen den Felsen hier. Sehr unauffällig. Okay. Gehen wir weiter. Ich hab Bill nicht gesehen, alter Mann. Ich hab Bill nicht gesehen. Ich würde ihn gerne sehen. Es ist Hiker Franklin. Er hat einen Sandshop. Sandshop ist ein optimaler Gegner für mich. Denn dieses Fuckviech ist sowas von anfänglich, empfänglich für geile Psycho-Angriffe. Das glaubt ihr gar nicht. Ey, das? Tot. Wundervoll. Reicht das für ein Level-Up? Nein, nicht ganz. Aber das nächste wird uns das geile Level-Up geben. Es ist ein Geokans! Was sich ebenfalls gut trifft. Es ist ein Gift-Pokémon.
Also ist Teleport wieder. Warum ist Teleport so ein fucking starker Angriff in dem Spiel? Es ist immer noch ein bisschen seltsam. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber ich wundere mich nur. Das ist der Angriff, der Koptanus zu einem ziemlich starken Pokémon aktuell macht. Und pass auf, Leute. Leute, es passiert. Oh mein Gott, Koptanus entwickelt sich. Oh mein Gott. Ich bin mir sicher, was auch immer es wird. Es wird noch einen sehr viel intelligenteren Gesichtsausdruck haben als die Form von gerade eben. Was ist? Mit einer Konfusion, einen schlechteren Angriff. Sehr schön. Koptanus hat jetzt Löffel und so ein Shit. Ich meine einen Löffel. Ah, mir wird der Gesichtsausdruck von Koptanus fehlen, wenn sich's erstmal weiterentwickelt. Aber die Sache ist, der Gyarados-Anteil von seinem Körper, der ist relativ wichtig, dass wir den auch wirklich annehmen. Denn Karpador ist halt echt. Es ist absolut nicht akzeptabel. Wir können nicht zur Hälfte Karpador bleiben. Das wird nicht gut ausgehen für mich. Und für euch und für alle Beteiligten. Es wird generell sehr, sehr schrecklich ausgehen. Also, nee. Machen wir nicht. Yay. Ein Venonshrew? Das sieht bescheuert aus. Hoffentlich machst du keine Käferangriffe. Ey, ich habe das Gefühl, das ist ein Giftangriff. Der ist okay. Ich habe das Gefühl, die Käferangriffe könnten eventuell sehr effektiv sein. Und davon bin ich neu unbedingt ein großer Freund. Mein Freund Venonshrew. Fucking Rapid Spin. Wie gut, alte Turbodreher. Das ist ein Angriff, den ich die längste Zeit meines Lebens über nie verstanden habe. Ich glaube, es ist aber auch wieder ein Angriff, der damals in der Serie auch komplett falsch dargestellt wurde. Es war nämlich irgendwie so, es war, glaube ich, mit Shilox oder so. Eins davon hat den Turbodreher gemacht und alle so, wow, Turbodreher! Wow! Der Angriff ist so stark! Oh shit, Turbodreher! Aber in Wirklichkeit ist dann so 20 Schaden, man denkt sich, was soll das denn? Das ist vollkommen bescheuert. Außerdem, wenn wir beim Thema sind, wisst ihr, was ein Angriff ist? Den ich seit der ersten Generation eigentlich auch so gut wie nirgendwo mehr gesehen habe. Der irgendwie seitdem gefühlt auch komplett ausgestorben ist. Fucking Schädelwumme. Ich meine, wann habt ihr zuletzt die Schädelwumme gesehen? Ein paar Tage her, oder? Wer kann Schädelwumme denn eigentlich alles lernen? Oh, es gibt Schädelwumme als TM40. Was? In welcher Generation gab's? Es gibt Schädelwumme als fucking TM. Nein, oder? Doch. Was? Achso, in der ersten Generation war TM40 TM Schädelwumme. Ich wollte gerade sagen. Da kannst du eigentlich so gut wie jedes Pokémon Schädelwumme lernen. Aber durch Levelaufstieg lernen Shiki, Shilok, Turtok Schädelwumme? Tohaido? Kann Schädelwumme lernen aus irgendwelchen Gründen? Tanatora kann's lernen. Das ist dieses eine Korallenfuckviech aus der 6. Generation. Arctilas, Tapu Toro und Kaguron. Ja, die anderen sind nur irgendwelche Gen Z-Pokémon, die ich nicht wirklich kenne. Okay, cool. Schädelwumme. Angriff, der die längste Zeit über nicht vorhanden war. Und dann bei der 6, ab der 6. Generation dachten sie sich: Oh jo, Schädelwumme. Das war eine lustige Sache. Bringen wir den Angriff doch wieder zurück. Dann gab es seit der 6. Generation wieder ein paar Pokémon, die Schädelwumme lernen konnten. Ja. Ich bin übrigens kein Fan von Schädelwumme, falls ihr euch wundert. Ich bin absolut kein Fan davon. Es ist ein unglaublich schrecklicher Angriff, genauso wie Klingensturm und allgemein alle Angriffe, die immer erste Runde aufladen müssen. Halte ich alle für relativ schrecklich. Oh mein Gott, der erste Teleport, der daneben geht und der Sprite von meinem Pokémon war weg. Und er ist wieder da, wundervoll. Ja, ich bin kein Fan von Angriffen, die eine Runde aufladen müssen. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich damals, wie jeder andere, wahrscheinlich auch ein Fan von Solarstrahl war, weil er mit Sonnentag nicht eine Runde aufladen musste. Man dachte sich, was? Das ist so stark, fucking Solarstrahl. Ich meine, das ist okay, denke ich. Hyperstrahl war auch ein Angriff, den man immer... Oh Gott, oh du. Hyperstrahl war auch ein Angriff, den man immer allen beibringen wollte. Die erste Generation war Hyperstrahl auch recht stark und seitdem ist das, glaube ich, das ist ein Angriff, der am meisten so neben Wickel ist das wahrscheinlich der Angriff, der am meisten an Relevanz verloren hat. Fucking Hyperstrahl. War mal so stark und naja, ist nicht mehr wirklich. Die anderen Varianten von Hyperstrahl, die es gibt, ich glaube seit der dritten Generation, die sind auch ganz nett. Also Fauna-Statue und die ganze Scheiße.
Damit kann man eigentlich theoretisch was anfangen, aber ich weiß nicht. Es ist nach wie vor kein Hyperstrahl. Hyperstrahl war der heiße Scheiß. Um das mal eben so in den Raum zu werfen. Wir sind tot. Nein, komm, Thanos! Du hast dich von einem Balbtatter erledigen lassen. Das war ziemlich deprimierend. Okay, Rapunzel, bring es zu Ende. Ey, Rapunzel tötet in letzter Zeit sogar mal was. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Hey. Hallo, Rockets. Fucking Traumatokopf. Er sieht absolut schrecklich aus. Soll ich Leute, der ein Lieblings-Pokémon Traumato ist? Traumato ist nämlich, bin ich ein Fan von Traumato, sieht absolut bescheuert aus. Von der ganzen, es entführt Kinder und zerrt sie in seinem Wald, Geschichte. Davon will ich gar nicht erst reden, nur über Traumato an sich. Ist schrecklich. Das ist Misty! Oh, das war aber cool, jetzt zu schwimmen. Yo, Misty! Die Sprechblase ist falsch und du wirst hier nicht rauskommen, weil ich den Weg blockiere. Hey, bist du ein anderer Trainer? Oh Mann, schon wieder einer. Ich wollte nur schwimmen gehen. Okay, dann gehe ich zurück zur Arena. Wie bist du da gerade durchgelaufen? Ich kann dann nicht nach links. Na gut. Wie es aussieht, muss ich wirklich erst sehen, bevor Misty aufgetaucht ist. Okay. Dann würde ich sagen, ich habe ein Elixier gefunden erstmal. Zum einen und zum anderen schauen wir zu Bill. Hey, Bill! Er ist ein fucking Rizeros. Ja, ich bin ein Pokémon. Nein, ich bin Spill. Wir werden einfach nicht weiter hinterfragen, wie ich zu einem Pokémon werden konnte und sowas. Und wir werden das auch nie weiter in Zukunft hinterfragen. Aber ich brauche einen kleinen Jungen, der für mich auf den Knopf drückt. Damit er wieder zu einem Menschen wird. Bill ist so ein richtiger, er ist so ein richtiger Weep. Wusstet ihr das? Ja, ich bekomme das SS-Ticket. Ich meine, können wir mal drüber reden, dass er fucking Evoli-Fan ist. Ich meine, viel mehr Weep kannst du in der Pokémon-Welt nicht werden, als wenn du Evoli magst. Ist schrecklich. Ja, ich meine, Evoli ist relativ cool, aber... Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Und ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und haben die ja wirklich bei Pokémon Infinite Fusion den Shortcut nicht nachgebaut? Das halte ich für sehr, sehr fahrlässig. Du kannst doch nicht einfach die Scheiße machen und den Shortcut. Ich benötige mal den Shortcut. Wie auch immer, liebe Leute, ich würde mal sagen, wie es ganz weitergeht und was Misty alles für Pokémon auf Lager haben wird, sehen wir wohl im nächsten Part von Pokémon Infinite Fusion. Dem Spiel mit Pokémon. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.